Ja, schönen guten Tag, ich bin der Stefan vom YouTube-Kanal On The Road und ich möchte an dieser Stelle einfach mal den LKW-Mike grüßen und wünsche euch beim nun folgenden Video viel Spaß. Wir sehen uns und bis dahin. Ja, moin! Neue Folge, neues Glück. Diese Woche wieder tagsüber unterwegs. Und ich bin jetzt gerade an diesem wunderschönen Montag hier am Pause machen. Aber noch mehr Eindrücke bekommt ihr dann nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
mittlerweile ist Donnerstag. Bis zum heutigen Tag bin ich ja mit einem 12-Tonner unterwegs gewesen. Habe euch ja ein paar schöne Impressionen eingefangen. Ne, weil man muss ja immer den Moment genießen. Ne, der Tag mag ja noch so scheiße sein, aber man muss die Momente einfach genießen, die man dann so unterwegs hat. Also wie zum Beispiel, dass man die Möglichkeit hat, ne, eine kleine Pause einzulegen am schönen Meer. Ne, genau so ist das. Ja, momentan warte ich, dass ich da bei der Firma hier auf den Hof fahren kann. Bin jetzt auch mit einem Sattel heute unterwegs. Ja. Und dann warten wir mal ab, dass ich da jetzt langsam mal hinkomme, dass der Kollege da wegfährt. Da stehe ich hier ganz blöd auf der Straße. Der Kollege freut sich schon. Der braucht sich jetzt aber nicht vordrängeln hier. Na. Aber ich weiß nicht, was er vorhat. Mir gefällt das nicht, was er da vorhat. Ja. So. Na. Ja. Ich guck mal, dass ich euch von dieser schönen Satteltour auch noch ein bisschen was einfangen kann. Und wir sehen uns dann einfach später, wo wir uns dann mal über vielleicht das eine oder andere Thema noch mal unterhalten. Okili dokili. See you.
Ja, und zum Abschluss dieser Woche möchte ich nochmal auf eine Begebenheit der Woche eingehen. Ich habe einen Fahrer getroffen, der kam aus der Ukraine, ja, und arbeitete für eine polnische Firma. Aus einem ganz einfachen Grund, weil die Polen wohl mehr Geld zahlen als die Ukrainer. Ja, ich bin so ein bisschen mit ihm unterhalten und dabei stellte sich heraus, dass er jetzt schon seit 2 Monaten nicht mehr zu Hause war. Da finde ich dann schon ein bisschen arg heftig, ne? So viel zum Thema Kabotage, muss man dazu sagen. Ja, er soll wohl dieses Wochenende dann endlich mal wieder nach Hause kommen und seine Familie dann sehen. Ich hoffe das Beste für ihn. Ja. Weil es kann ja wohl nicht sein, dass die Kabotage sowas von gar nicht eingehalten wird und er über 2 Monate hier in Westeuropa rumkurft und einfach nicht nach Hause kommt. Wenigstens hat er das, was ich dachte, dass er verdient, verdient er doch tatsächlich wesentlich mehr. Na, er hat wohl auf dem Lohnzettel stehen 1200 Euro plus Spesen. Das ist zwar nicht die Welt, aber ist ja mehr, als ich jetzt persönlich gedacht hätte. Ne? Ob das alles natürlich der Wahrheit entspricht, ob er sich wahrheitsgemäß geäußert hat, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber muss ich dann halt schon mal fragen, wie kann es sein, dass in dieser Wirtschaftslage, dass solche Menschen einfach so schamlos ausgenutzt werden, ja, die wirklich auf Arbeit und Geld angewiesen sind. Naja, das soll es dann auch für diese Woche gewesen sein. Ein spezielles Anliegen habe ich noch. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt doch bis Dienstag in die Kommentare, was ihr im nächsten Video sehen wollt oder welches Thema ausführlich behandelt werden soll, weil das wird auf diesem Kanal die 100. Veröffentlichung werden. Und da ist sowieso ein bisschen Spektakel für euch geplant. Und von dem her, wenn wir dann noch ein paar Themen reinbringen, die euch wirklich auf der Seele brennen, wo ich mich mal irgendwie drum kümmern soll, dass ich da Infos raushauen kann, dann haut rein in die Tasten. Nee, schön immer unten in die Kommentare. Jo, fein, fein. Ja, ne? Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Wenn ihr noch nicht zu Hause seid, kommt heile nach Hause und genießt die Zeit mit euren Liebsten. Bis denn dann. Au revoir. Weil wir das Ganze natürlich auch schick machen wollen. Mein Name ist LKW Mike und ich grüße ganz herzlich den On the Road. Nee, den Stefan. Wisst ihr Bescheid?